Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ganz schön windig hier gerade. Es ist 2:30 nachts. Ich war ja mit Kimmy unterwegs auf Lost Place Tour. Habt ihr bestimmt im letzten Video gesehen. Und ja, ich habe jetzt hier meinen Schlafplatz erreicht. Hier ist Schloss Blankenburg. Und ja, schade, ich kann euch das jetzt gar nicht zeigen. Ich zeige euch das morgen nochmal. Auf jeden Fall eine coole Aussicht. Das Schloss war nämlich vorhin beleuchtet, aber wir sind leider schon von vorne die Lampen leider alle aus, bis auf die beiden Lampen, und da oben klappert irgendwas vom Wind die ganze Zeit. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, das Schloss. Und Kimi hat auch gesagt, da ist eine Location vorne, die kann ich morgen früh noch mal eben filmen, wenn ich aufstehe. Ich brauche aber, glaube ich, irgendwie noch einen Kaffee und dann würde ich mich ins Bett schmeißen. Fährt gerade ein Auto lang, schleicht hier so vorbei. Ich leuchte mal ganz kurz hin. Da ist die Location. Da vorne. Das gucken wir uns morgen nochmal an. Und da vorne steht mein Caddy hinter den Bäumen. Da werde ich jetzt heute Abend schlafen. Ich glaube, hier ist ein Park, oder? Ja. Boah, ich bin noch voll aufgekratzt. Deswegen muss ich irgendwie noch einen Kaffee trinken. Aber ich kann Kaffee trinken und dann kann ich ganz normal ins Bett gehen und schlafen. Und ja, dann geht's für mich noch ein bisschen weiter auf Tour alleine. Ich habe noch so 4-5 Location, die ich gerne abgrasen möchte. Boah, ganz schön windig. Ich habe vorhin bei Kimi noch eine Pizza gegessen. Deswegen brauche ich mir nichts mehr zu essen kochen. Nur meinen Kaffee mal im Licht anmachen. Und ich habe mit meinem Sohn hier was Neues gebaut. Auch wieder so spontan. Nächstes Jahr kommt ja der richtige Ausbau. Das habe ich ja schon, glaube ich, jetzt schon öfters mal in den Videos gesagt. Ich fahre das mal raus. Tada! Meine Kaffeebar. Ist das nicht geil? Ich habe jetzt meine Zinzio hier oben fest drin. Ich habe die vorher immer hier in dieser Box drin gehabt. Muss ich immer rausholen, hier auf meinen Kühlschrank stellen. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich baue das jetzt mal alles so zusammen, dass ich schneller an meinen Kaffee rankomme, Kaffee kochen kann. Ich habe hier meinen Wasserkanister, den kann ich rausziehen. Hier habe ich meine Powerstation. Ja. Alles, was man so braucht. Kaffeeweißer, Milch. Hier habe ich Gewürze, wenn ich mal koche. Ich habe hier jetzt sogar schon Mülleimer für die Pets. Und Zucker, Kaffee natürlich am Start. Kaffeebecher auch hier schön reingepackt. Und sonst ist alles hier so geblieben. Ich fahre das Ding auch noch mal raus. Jetzt habe ich mega viel Platz hier noch. Jetzt habe ich mein Geschirr hier reingepackt. Ich wollte mir noch mal einen Wasserkocher mitnehmen. Hier ist so mein Lebensmittelschrank. Ein bisschen was zum Schlickern, Schwarzbrot morgen zum Frühstücken, Sahne, Käse. Ja, hier Löwenanteil habe ich auch mit am Start. Guck mal, Chili vegan, das hätte ich eigentlich heute gemacht. Aber wie gesagt, ich habe bei Kimi schon eine Pizza gegessen. Und ja, ich würde mir jetzt einfach nur meinen Kaffee machen und dann würde ich mich ins Bett hauen. Noch ein bisschen Bubu machen und dann gucke ich mal morgen diese Location hier an. Und dann geht's weiter und dann mal gucken, was ich da morgen noch so abgrase. Die haben das Schloss, da haben die so ein Gerüst aufgebaut. Das klappert die ganze Zeit. Ich hoffe, ich kann dann gut schlafen. Oh, das hat auch schon auch den ganzen Tag heute geregnet. Aber wo ich mit Kimi unterwegs war, war Gott sei Dank kein Regen mehr. Das kann ich auch wieder einklappen. Ich glaube, na, oder? Mache ich mir noch was zu essen? Nee, ich habe keinen Hunger mehr. Die Pizza hat gereicht. Ich muss auf meine Linie achten. Opa wird sonst immer dicker. Ich muss mir hier noch so einen Winkelstecker anbauen. Wegen dem Reinfahren kratzt das Kabel hier noch am Holz. Deswegen muss ich das hier nochmal umbauen. Ich hatte jetzt keinen Winkelstecker zu Hause gehabt. Jetzt komme ich von allen Seiten wenigstens an der Powerstation an. Jetzt kann ich die mal eben anschalten. Genau, 58% habe ich noch. Hier vorne auch den Wechselrichter eingeschaltet. Oh, ist das herrlich. Man kommt so schnell überran. Wasserkanister rausgezogen, Wasserhahn auf. Oh, herrlich. Das ist Luxus pur. So muss das aber auch sein. Vorher musste ich das alles rausgraben. Und wenn ich dann mal im Kühlschrank musste, musste ich die Zinzio wieder wegstellen. Ja, das macht die Sache einfacher. Vor allem, wenn man schnell schlafen gehen will. Ja, ist das schon praktisch.
So, zack, zack, Knopf an, Taste drunter gestellt und Kaffee gekocht. Ich habe hier so eine Plane, die kann ich vorne über die Windschutzscheibe machen und an der Seite kann ich am Spiegel befestigen. Dann habe ich das schön dunkel, da kann mir keiner ins Auto reinschauen. Die werde ich vorne mal eben ranmachen. Kaffeemaschine läuft, ja, perfekt. Lampe muss ich mal eben mitnehmen. Oh. Hoffentlich weht die mir heute Abend nicht weg. Schwierig jetzt hier im Dunkeln. Oh, Mann. Ah, okay, falsche Seite. Ich muss bei mir die Seite wechseln. Kann ich euch mal eben zeigen, wie das aussieht. Ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ja, Windschutzscheibe, die Seitenscheiben. Das ist praktisch. Hier hast du so einen Klettverschluss, das kannst du am Spiegel rummachen. Zack, fertig. Oh, ich habe das Seitenlicht noch angelassen. Warte, muss ich mal eben ausmachen. So. Kann ich auch schon mal direkt meine Schlafsachen rausholen. Opa braucht seine Jogginghose. Mein Kasten ist hier immer noch mit meinen Klamotten. Da hat sich noch nicht viel geändert. Wie gesagt, ich will nächstes Jahr erst den Ausbau machen. Ah, ich glaube, ich ziehe mir heute Abend eine Jogginghose an. Aber es wird bestimmt warm. Das Auto ist gut isoliert. Und ich schlafe jetzt auch das erste Mal hier auf meiner Matratze. Ich habe mir so eine neue Matratze hier angeschafft. Schöne, dicke Matratze. Ich lege mir auch gleich noch mal frische Socken für morgen raus. Genau. Kann ich das mal eben hier packen, kann ich mich hier gleich umziehen. Hier kann ich schon meinen Kaffee draufstellen. Und ich habe hier sogar hier eine Fernbedienung. Auf 25, geht das nicht noch weiter runter? Nee, oh guck mal, ich kann sogar Disco machen. Bingo, bongo, bingo, bongo. Oha, 100%, nee, nee. Geht das nicht noch? Ah, jetzt hier. Guck mal, so ist das schön gemütlich. Ich habe zwar hier oben noch meine Leselampe, aber ich glaube da, nee, oh, die funktioniert. Ich dachte, die Batterien werden leer. Nee, siehst du, passt. Wechselrichter wieder ausmachen, Stecker rausziehen, nicht, dass das Kabel kaputt geht. Und ich kann mir keinen Kaffee mehr kochen, das wäre das Schlimmste. Aber ich habe ja auch noch einen Gaskocher mit, wenn, wie gesagt, ich will mir auch noch mal einen Wasserkocher mitnehmen. Milch, Zucker, zack, Löffel, umrühren und schon ist der Nachtkaffee fertig. Prost. Ich glaube, mittlerweile haben wir schon 2 Uhr, glaube ich. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich ins Bett komme. Ich habe morgen noch viel vor. Ja, in 7 Minuten ist es 2 Uhr. Mhm. Boah, ich liebe das auch mal wieder ein bisschen alleine auf Tour zu fahren. Ich dachte, dass hier noch ein paar Autos stehen. Vielleicht auch noch ein paar Wohnmobile oder so. Das ist extra so ein Wohnmobilstellplatz. Habe ich übrigens über die App Park4Night gefunden. Die ist echt gut, kann ich euch empfehlen. Packe ich mal unten in der Videobeschreibung. Oh, ist das herrlich, noch so einen schönen Kaffee reingepfiffen. Vor allen Dingen geht das so schnell jetzt. Also so in der Form will ich das auch dann nächstes Jahr bauen. Ich habe das schon so alles im Kopf. Aber das einzige Problem ist noch, ich möchte ja auch ein bisschen im Caddy sitzen. Und ich brauche auf jeden Fall irgendwie noch so eine Arbeitsfläche, dass ich noch, wenn ich mal auf längere Tour unterwegs bin, vielleicht mal so 10 oder 14 Tage, da möchte ich ja hier im Auto auch schneiden. Oder halt, wenn ne, schönes Wetter ist, habe ich ja, meinen Stuhl und meinen Tisch hier oben in der Box drinne. Dann kann man ja schon hier draußen sitzen. Aber wenn das mal regnet oder ein bisschen kälter ist, so wie jetzt zum Beispiel, ja, dann müsste ich mir hier irgendwie noch so eine Arbeitsplatte hinmachen, dass ich hier drinne schneiden kann und vielleicht auch ordentlich sitzen kann. Oder hier, das benutze ich dann halt praktisch als Sofa, ne, dass man hier so, hier vielleicht schon hier so dran. Aber das habe ich schon so ein bisschen im Kopf, wie ich das nächstes Jahr machen will. Stelle ich mal eben meinen Kaffee hier auf meinen Nachtschrank, fahre ich das Ganze mal eben wieder rein. So. So, meine Rentner-Bettdecke. So. Genau, jetzt mache ich hier die Luke zu. Ich gehe nämlich immer von der Seite rein. Die Schuhe stelle ich jetzt einfach mal auf den Kühlschrank. Egal.
mache hier mal das Licht aus. So, mache ich die Heckklappe zu. Zack, barfuß hier. Oh. Jetzt sind die Socken nass. Und dann kannst du hier schön locker von der Seite noch mal rein. Socken ausziehen. Oh, die stinken aber. Gleich mal gucken, ich habe glaube ich irgendwo noch einen Müllbeutel. Eieieiei. Tür zu. Oh, oh, das ist warm. Ich glaube, ich ziehe meine Jogginghose gleich wieder aus. Ich habe ja hier meine 4-Jahres-Bettdecke. Oh, herrlich. Ich mach mal meine Leselampe an. Genau. Oh, schön. Ah, herrlich. Gut, abschalten. Bis später. The light is fading fast from this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. Escape this town with me. We could run away and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the. Ach, guten Morgen. Ist wieder am Regnen. Erstmal richtig. Kaffee. Kaffee muss sein. Ja, ich bin fertig mit Frühstücken und habe gerade mal auf meinem Handy geschaut. Und das ist heute hier Warnung vor Sturmböen. Es fängt auch gerade wieder ordentlich an zu regnen. Ich gehe gleich mal zum Schloss hoch, aber ich würde tatsächlich mal eben da diese Location da mal eben abklappern. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Vielleicht war das mal eine Wäscherei früher für das Schloss gewesen, weil die so einen Schornstein haben. Aber ich habe da gerade mal geguckt. Aber da ist leider keine Information zu dem Gebäude. Ich finde auch sowas immer cool. So Schlafplätze zu finden, wo auch so ein Lost Place ist. So eine Location. Oh, ich hätte ja auch gestern hier schlafen können. Ist so ein ganz großer Parkplatz noch. Hier schon mal ein Tor. Seht ihr, ist offen. Hier dann gemacht Lagerfeuer. Auch alles reingeschmissen. Bremsscheiben, oder? Reifen, mein Gott. Oh, ist herrlich hier, ne? Das Wasser plätschern. Wie gestern, wo ich mit Kimi im Sanatorium war. Da hat es auch die ganze Zeit im Gebäude reingeregnet.
gucke ich mal gerade hier. Ah, da ist auch eine Tür auf. Aber ich glaube, das sieht ein bisschen schlecht aus, darüber zu kommen. Das Ding traue ich nicht mehr so. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwo raufklettern, wa? Falls man hier überhaupt reinkommt. Ah, echt jetzt? Muss ich hier hochkratzeln? Sieht ja so aus, ob man von da vielleicht reinkommt. Ja, das ist dann halt mein Morgensport. Ausrutschen. Eieiei. Das hält den Opa noch fett hier. Das ist auch nur sauglatt, weil es die ganze Zeit geregnet hatte. Und mit der Kamera in der Hand ist es natürlich auch ein bisschen schlechter. Ich sehe das schon, ich fliege hier runter. Hundertprozentig. So. Uiuiui. Das Problem, ich kann mich hier nirgendwo festhalten. Ui. Nee, ich gehe hier lang. So, das war mein Fitnessprogramm für heute. Ich Blödmann, ich hätte auch einfach von der anderen Seite rumgehen können, aber egal. So, sieht ein bisschen gefährlich hier aus. Oh ja, sieht man schon das Dach hier. Nee, das ist doch nicht so gut. Nee, das ist schon eingekracht. Hier ist alles so mit Laub voll. Wenn ich da lang gehe, sack ich bestimmt ein und dann hänge ich in so einer Spalte da fest. Nee, so früh am Morgen habe ich keinen Bock drauf, eine Spalte zu klemmen. Vielleicht könnte ich es nochmal versuchen. Oh, das ist wie so ein Schleichweg. Boah, man muss wirklich aufpassen. Man weiß hier nicht, was hier unter dem Laub ist. Das ist auf jeden Fall auch eine Tür. Da geht's mal ein bisschen runter. Da ist auch eine Platte vor. Ich glaube, hier habe ich keine Chance reinzukommen. Kannst du auch nicht mal irgendwie runterklettern oder so. Oh, die Sonne kommt aber raus. War schön. Puh. Ui. Ein Stück Dach schon eingekracht. Ist das denn hier eine Wäscheleine oder was? Ey, lass mich los. Oh, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Super, 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 duper. Meine Mütze. Ach, boah. Auch noch eine Tür, ist auch mit einer Platte vor. Ja, seht ihr auch schon die ganzen Fenster, ist auch Holz vorgeschraubt. Oh, sogar noch eine alte Antenne da oben auch noch. Das haben die frisch zugemacht. Ihr wisst ja den Spruch, ein Wort mit X, das war wohl nix. Da ist noch ein Haus versteckt, ein schönes Eichenfachwerkhaus. Ich glaube, das ist bestimmt nur ein Schuppen. Gucken, wie man da jetzt runterkommt. Ah, hier ist die Laubrutsche. Hier geht's runter. Na, na, na.
Oh, jetzt sogar mit dem See. Ah, hier haben die auch schon alles zugemacht. Sieht mal auch neu aus, die Platte da. Boah. Bloß nicht umknicken. Das wäre noch mega scheiße. Oh, was ist das denn hier? War bestimmt mal ein Lagerraum, ne? So eine Art Kühlschrank, oder? Da haben sie bestimmt das ganze Fleisch aufgehangen. Hier sieht man noch, oh, ah, Mücken. Hier sieht man noch solche Haken. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen spazieren durch den Park. Und dann gehe ich jetzt mal zum Schloss hoch. Den Ausblick zeigen, den konnte ich euch gestern nicht zeigen, weil ich jetzt wann war ich denn hier? Um 12:30 oder um 13:30? Ne, ich glaube 12:30 war ich hier. Ich hätte das euch gerne gezeigt, wie das beleuchtet war. Aber ich glaube, das war nur bis 12 Uhr. Und dann haben die das Licht abgeschaltet. Na, da oben ist das. Oh, ein großes Schloss. Trotz, dass es regnet, ja. Echt eine coole Aussicht. Da vorne ist sogar noch ein Regenbogen. Echt cool. So mag man doch gerne aufstehen. Ja, und das war gestern schön beleuchtet. Man konnte es von unten sehen, weil das, seht ihr bestimmt, das Schloss mitten auf dem Berg ist, ja. Boah, sieht das geil aus, aber schade, kein Lost Place. Kann man auf jeden Fall besuchen, da ist sogar ein Standesamt mit dabei. Und jetzt ist schon wieder ein Regenbogen hier. Cool, das zweite Mal jetzt.